Meine alte Mod-Version ist vielleicht etwas zu komplex gewesen. Da gab es eine Begleiterin Tinka, aber das war lange vor der Steam-Version, die ist vermutlich jetzt nicht mehr kompatibel. Jetzt klingt Fex seltsam. Wieso seltsam? Wieso? Gerade Talia hat das doch mit Seife und so weiter. Genau. Also sie kann das vollkommen nachvollziehen, dass da ein Parfümfläschchen gestohlen wurde. Das ist Frevel. Das ist schändlich. Das ist nicht zu tolerieren. Nero da. Korn ist mir lieber. Blut für den Blutgott. Ja, aber das machen doch nur die Eterna. Blut für den Blutgott machen ja nur die Eterna. So, jetzt muss ich mal gerade gucken hier. Das müsste dann entsprechend... Hier ist die Abtei. Da geht's rüber, das heißt, das müsste da vorne sein. Okay. Alles klar. Hier irgendwo in der Ecke. Und wir müssen ja noch zur Fischerhütte. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich will das mitnehmen. Neugierig. Och bitte. Och bitte. Das ist ja... Das ist ein bisschen... Meine Güte. Also so viel Neugier darf dann schon sein, auch bei ihr. Jagdbuch Fell abziehen! Ja! Wir haben richtig viel Geld gespart. Und darum lohnt es sich, in Häuser einzubringen. Ja, okay. Das ist wieder so eine Lehre, die man eigentlich nicht ziehen sollte. Hochgestellt, die Musik. Das ist eine Lehre, die man eigentlich nicht ziehen sollte. Darum lohnt es sich, in Häuser einzubrechen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir können jetzt Fälle abziehen. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen das Wort Malfas verbreiten. Den kennt hier scheinbar noch keiner. Milch für die Cornflakes. Die sieben Göttlichen sind auf Nerim noch allgegenwärtig. Also auch Malfas. Ja... Mit System. Eine Adlige mit gewissen Fingerfertigkeiten. Ja, doch. Ein bisschen was hat sie, ne? Sie ist ja deutlich jünger als Lucano. War ja die kleinste Schwester sogar. Und hat ihn mit Sicherheit auch immer so ein bisschen, ne? Der große Bruder. Ist ein bisschen bewundert und hat sich auch gedacht, oh, was der alles kann. Und er hat ja natürlich auch dann mit Vorliebe alles beigebracht, was er so an Möglichkeiten hatte. Was den Eltern natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Erlernen, 2 LP, also 2 Lernpunkte. Dieses Buch beschreibt, wie man Tieren das Fell abzieht. Ja, würde ich gerne tatsächlich lernen. Kann sehr nützlich werden. Jetzt muss ich mal gerade gucken hier, in mein Tagebuch. Null Gold auf der Bank, 2% Zinsen. Handwerksstatus, Handwerksfähigkeiten 25. Schürfen benötigt 20. Schmieden 50 bis 100, Schmelzen 25, 50, okay. Wo kann ich denn meine... Das kann ich bestimmt hier vorne sehen, ne? Oh. Oh ja. Ich erinnere mich dunkel, ich war ja tollwütig. Hier, da müsste ich mal ein bisschen gucken, das wäre Schwertkampf. Und schwere Rüstung so ein bisschen nach oben pushen. Schläger, der Orden, Begabte. Ich glaube, ich sollte mal einen Krankheitsheiltrank trinken. Ich hoffe, das wirkt. Moment, ich speichere vorher mal eben. Ich hoffe, das wirkt, wenn wir einen trinken. Bannungstrank, Genesung, 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 Geschicklichkeit.
Ja, wir sind nicht mehr tollwütig, Gott sei Dank. Ich muss das Jagdbuch noch lesen, genau habe ich gemacht gerade. Es soll also einen Trick geben, bei den Schlössern immer nur Bolzen bewegen, bis einer schnell herunterfällt. Danach ist es in den meisten Fällen langsamer. Okay. In Real müsste man in sehr viele einbrechen, um ein gesuchtes Buch zu finden. Rätsel. Professioneller Dieb in Skyrim findet, dass da noch zu viel in dem Haus ist. Wert des Trankes 200? Ja, gut, der war jetzt ziemlich teuer. Aber die Tollwut, ich weiß jetzt auch nicht, wo wir die Tollwut hätten sonst behandeln sollen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir ansonsten Talia als Tollwütige rumlaufen lassen. Keine gute Idee. Jetzt ist die Frage. Also erstmal das Schwert suchen. Und zweitens die Fischerhütte finden, wo das Parfümfläschchen draufgeschmissen wurde. Diese Insel ist das vielleicht, oder? Das müsste die Fischerhütte sein, oder? Ja. Sieht zumindest schwer nach einer Fischerhütte aus. Ich kann mich erinnern, in Oblivion bin ich immer so rumgelaufen. Ne, genau deswegen. Akrobatik hat sich verbessert. Die Krabben waren ja... Was? Ich will keinen Ärger. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Gut, dass ich keinen Pfeil und Bogen dabei habe. Meine Güte. Das wäre richtig schief gegangen. Den hätte ich nämlich jetzt eiskalt abgeknallt. Hohohoho. Glück gehabt. Aber war ich nicht hier schon auf der kleinen Insel? Aber das ist ja die Insel. Und da hatten wir, glaube ich, auch was ausgegraben, oder? Was? Was? Okay. Zeig auf jemanden, der beim Laufen klimpert. Ich lenke dir mal ab, 50-50. Taschendiebstahl ist nicht mein... Was? Ist nicht mein Metier. Bin fürs klassische Einbrechen. Du hast nur einen Fisch aufgeweckt. Ach so. Vielleicht muss auch erst die Quest aktiv sein. Das könnte natürlich sein. Das müssen wir mal gucken. Die Quest ist aktiv, zeigt mir aber keinen Marker an. Weil das wir hier schon gewesen sind, sieht man daran, dass zumindest die Pilze am Boden abgeerntet sind. Ach, den Fisch da, habe ich den geweckt? Es ist ein Baum, nur ein verfluchter Baum. So viele Bäume gibt es doch gar nicht in Nerim. Aber mir auch. Ist er überhaupt auf der richtigen Insel? Ich hoffe, dass ich auf der richtigen Insel bin. Ich meine, diese Insel hier, das ist die da. Erweitert. Lokalkarte. Aber ich meine, das wäre diese Insel gewesen, denn hier ist das bemalte Blatt Papier, ne? Hier sind die Ruinen. Hier ist die Abtei, dann sind wir hier entlang gelaufen und das... Wobei, nee. Doch, das ist die Abtei, da sind wir entlang gelaufen. Hier. Da geht's über die Brücke. Und da vorne ist die zweite kleine Insel, ja. Das heißt, es müsste diese Insel hier sein.
Mhm. Ändere sagte dazu, ein kahler Baum in Flussheim Sinas Rätsel. Überall diese Hafenmusik. Die ist echt schön. Die ist so entspannend. Und dann wird man hier überfallen wahrscheinlich. Nach 2 Sekunden. Von irgendwelchen tollwütigen Fischen. Was will mir der Verfasser dieser Notiz damit sagen? Die Insel wirklich so groß? Ich meine, ich kann noch mal gerade rüber auf die kleinere Insel hier gehen, aber... Hier war ja nichts weiter außer das, was wir schon gefunden hatten. Ah, hier hohler Baumstumpf. Ach, okay. Alte, ungeschliffene Klinge. Im Baumstumpf auf der Insel fand ich einen alten Dolch, auf dem etwas eingeprägt ist. Maltin, fürstlicher Schmied, Steinfeld. Wie nur bin ich in den Besitz eines Dolches gelangt, der einem Fürsten gehörte. Ich sollte mich demnächst nach Steinfeld begeben und die Sache aufklären. Der Schmied Maltin erinnert sich vielleicht noch an diesen Dolch. Okay. Okay. Ich habe natürlich jetzt nicht auf diesen Baum hier geachtet. Lass mich in Ruhe, Fisch. Ich habe dir nichts getan. Überhaupt nichts. Wie komme ich jetzt da am besten rauf? Nein! Das wollte ich nicht. Wenn ich richtig erinnere, hat es sich zumindest ein wenig gelohnt, im See zu tauchen. Ja, das könnte sein, dass da vielleicht noch was Verstecktes ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier... Problem ist, rennen kann man ja nicht, ne? Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Was? Das ist unser Jägersmann hier, der gerade gekämpft. Was ist denn hier los? Blutspur? Merkt er gar nicht. Merkt er gar nicht, dass das Wildschwein schon gehäutet ist? Überhaupt kein Problem.
jemand vielleicht von drinnen nach oben? Da ist der Baum eingeschlagen. Nee, ich glaube, von drinnen kommen wir nicht nach oben. Aber es gibt noch eine Sache, die ich theoretisch mal ausprobieren könnte. Wie er hier immer rumschleicht. Entdeckt alter Minenschacht, bitte was? Alter Minenschacht? Wo kommt das denn jetzt auch immer her? Halt schnell für dich in die Map eingefügt. Ja, so kann ich mir das vorstellen. So stelle ich mir das vor. Ach so, sie hat ja ein Schild in der Hand. Ja, dann müssen wir das Schild erstmal wieder ablegen. Es fängt wieder an mit den Pilzen. Es fängt wieder an. Was ist das? Goblins! Nein, Kobolde! Kobolde. Oh, da ist ja noch einer. Stimmt. Jetzt hast du ein nasses Röckchen. Das stimmt auch. Und fängst in jedes Fass etc. sehen. Habe ich das nicht gemacht? Muss ich oben auch nochmal gucken vielleicht. Jetzt glaubst du, warum Kaya und Kuro immer zugucken? Die machen da nur für dich Sachen rein. Während du streamst. Dankeschön, Kaya und Kuro. Kobolde sind Goblins. Das ist eine halt. Das eine ist halt nur Deutsch, das andere der englische Begriff. Ach so. Verstehe. Wo ist der zweite? Der war doch hier. Da. Aua, aua. Das hat mal sein. Der ist ziemlich garstig. Kalia ist doch eine Adlige, die Geld haben sollte, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte sie genügend Geld bei der Hand haben. Das war's mit der Fackel. Ja, das mit der Fackel, ich glaube, da werde ich tatsächlich auf die Mod zurückgreifen. Das mit der Fackel ist tatsächlich ein bisschen... Die scheinen mir sehr schnell auszugehen. Man muss sie im Inventar halt immer wieder neu aktivieren. Aber wo sind wir jetzt hier? Wie weit geht denn der Minenschacht? Eine Schüssel in der Truhe, natürlich! Und 7 Gold, immerhin. Du kannst später auch Lichtzauber verwenden. Oh, das ist gut. Ich habe versucht, die Fackel auf eine Taste zu legen, aber das hat nicht funktioniert. Weil, also es hat schon funktioniert. Aber wenn diese Fackel, die auf der Taste liegt, dann leer ist, dann ist die auch auf der Taste weg. Dann muss man erstmal eine neue Fackel auf die Taste legen. Und das ist dann irgendwie suboptimal.
Ich komme mir so seltsam vor, nicht durch Dungeons durchzuschleichen, sondern einfach hier entlang zu laufen und Gegner mit dem Schwert zu verknüppeln. Es kommt einem so seltsam vor, nachdem man jetzt 200 Stunden mit Lucano verbracht hat. Wieso komme ich hier nicht rauf? Wieso komme ich hier nicht hin? Ist eine Alpha-Wand. Unfair. Wer will denn in diesem Bett schlafen, beim besten Willen? Ihr habt euch den Erfolg Wasserratte verdient. Na danke. Und hier ist nichts? Kann ich ja fast nicht glauben. Nun ja, offensichtlich nichts. Na gut. Weil das alles unterschiedliche Items sind. Wenn sie einmal angefangen sind, Beth Esther kann das halt nicht. Bis heute nicht. Achso, eins noch. In Nerim ist Gold in Form von losen Münzen verteilt, aber auch in festen Goldstücken. Na gut, diverse lose Münzen haben wir ja da vorne schon gefunden gerade. Warte. Was war das? Ich habe Dinge gehört. Ich finde es schön, dass zumindest die Dungeon-Musik, die ist sehr vertraut. Die ist nämlich genauso wie bei Enderal. Das ist sehr beruhigend. Hier geht es aber auch nicht weiter. Das waren tatsächlich nur die beiden Goblins hier in der Höhle. Mit ein bisschen was zum Plündern. Und einem Bett, das wir quasi jederzeit für uns nutzen können. Finde ich gut. Nicht, dass es unbedingt besonders schön wäre, aber zumindest nützlich. Ich habe immer das Gefühl, dass sich hier kurz unter der Wasseroberfläche irgendwas versteckt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Kaputt machen kann man Kisten ja nicht. So. Dann gügen wir mal. Achso, jetzt kann ich die Fackel wieder weglegen, ne? Schwupp. So, jetzt ist die Frage. Hier hinaufkommen. Ich habe ja überlegt, ob wir nicht irgendwas stapeln können, um es dann... Aber dazu bräuchten wir bewegbare Items, wie zum Beispiel eine Kiste. Um dann eventuell auf diesen Stamm hier hochzukommen. Kann ich den hier nicht einfach... bewegen? Nee. Warte mal. Können wir nicht höher springen, wenn wir keine Rüstung anhaben? Im Haus hatte ich mich relativ genau umgesehen. Da war eine Rune unter dem Teller hier. Die habe ich gefunden.
Kann ich den Ratten... Achso, den Ratten habe ich das Fleisch nicht abgenommen. So. Hey, lass sie angezogen. Ohne gezogene Waffe läufst du schneller und ohne schwere Rüstung schleichst du besser. Ah, okay. Oh, ja, dann sollte ich vielleicht... Oh, hier, zack. So. Schön mit... Oh, das ist aber hübsch. So könnte ich mir das schon eher vorstellen. Das richtet sich nach dem Füllstand des Inventars. Inventar leer, Sprung hoch. Inventar voll, Sprung niedrig. Habe ich so in Erinnerung. Ja, dann haben wir ein Problem mit unserem Inventar. Hoch! Was ist jetzt? Warum habe ich jetzt einen weißen Rahmen drumherum? Keine Ahnung. Wird schon so seinen Sinn haben. Aber guck mal, wir kommen doch höher. Nein, jetzt rutsche ich wieder ab. Na gut. Ich glaube, das hat mit diesem Baum hier zu tun, dass wir da irgendwie raufkommen können. Wir sind ja kurz vor knapp, ne? Also das ist ja wirklich... Im Prinzip fehlt nicht mehr viel. Ach, gucke mal an. Da ist unser Duftwässerchen, das wir gesucht haben. Na also. Nur ein bisschen rumspringen. Du hast doch dort eine Kiste, wo alles mal rein könnte. Ja, theoretisch schon. Theoretisch schon. Jetzt können wir uns wieder unser Kleidchen anziehen. Wo ich immer noch nicht so ganz einverstanden mit bin, aber gut. Wir können dem Gott Bescheid sagen, dass wir sein Duftwässerchen gefunden haben. Da kriegen wir bestimmt einen schönen Segen. Achso, speichern sollte ich vielleicht auch noch, ne? Nicht, dass gleich abstürzt und dann können wir wieder den Sprung wagen. Wenn man an der richtigen Stelle springt, ist es doch viel einfacher. Ja, dieser Baumstamm da ist mit Sicherheit so eine Art Ablenkung, so nach dem Motto, spring doch hier rauf, versuch's doch hier rüber. Und eigentlich geht's ganz anders. Huch, wer seid denn ihr? Keine Zeit, ich bin im Dienst. Schade. Ungeziefer. Das höre ich mir nicht mehr an. Das höre ich mir nicht mehr an. So. Oh, er ist wieder unterwegs, unser reisender Händler. Da können wir doch mal die eine oder andere Sache loswerden, oder? Ich bin gerade auf der Durchreise. Aber wenn ihr möchtet, zeige ich euch meine Waren. Mhm. Nichts Besonderes, der Kupferperlring, oder? Mit dem Wildschweinfell kann man doch bestimmt später noch irgendwie, das ist doch bestimmt so wie in Enderal, dass man da auch noch Sachen draus machen kann, wie Leder oder sowas, ne? Ein Bogen hätte das Problem auch gelöst. Oh, stimmt. Hab fast den Eindruck, Kopf nutzen ist nicht Talia stärker, also doch den Weg der Gewalt. Natürlich! Gewalt! Na gut, Dankeschön für den Handel. Es war mir eine große Freude. Er steht immer noch hier, der Erik. Wow! Rasen verboten!